So, und fertig ist eure festliche Tapete. Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Kochvideo. Heute habe ich mal was für euch, was ich vor Ewigkeiten schon mal gemacht habe, nämlich eine vegane Linsenpastete. Das Rezept habe ich ein bisschen verändert und auch, finde ich, etwas vereinfacht. Ja, die Pastete passt natürlich jetzt wunderbar in die Weihnachtszeit, aber auch zu jedem anderen festlichen Anlass ist das auf jeden Fall eine super Alternative zu diesen ganzen gekauften veganen Braten. Ihr könnt das Ganze übrigens auch glutenfrei machen. In diesem Fall habe ich jetzt Blätterteig drumherum. Allerdings, ja, könnt ihr den auch ganz einfach weglassen und müsst nur dafür sorgen, dass der Teig nicht an der Form kleben bleibt, zum Beispiel mit Backpapier. Ja, wir machen den jetzt mit Blätterteig. Okay, los geht's. So, ich habe jetzt hier 150 Gramm rote Linsen in Wasser eingeweicht und die werde ich jetzt ganz einfach erstmal durch ein Sieb geben und abtropfen lassen. Die Linsen könnt ihr jetzt erstmal in einen Mixer geben und ihr könnt sie natürlich auch ganz einfach, wenn ihr möchtet, mit einem Pürierstab pürieren. So, dazu kommen jetzt noch 50 Milliliter Wasser. Ein kleines Stück Chili könnt ihr allerdings auch weglassen, wenn ihr möchtet. Einen halben Teelöffel Salz. Und das Ganze wird jetzt schön fein püriert, bis ihr wirklich eine sehr homogene Masse habt. Ja, so sollte es dann im Endeffekt aussehen. Die Masse könnt ihr jetzt erstmal in eine Schüssel geben. Ja, an die Pastete kommt dann noch ein bisschen gewürfeltes Gemüse. Ich habe hier 100 Gramm Möhre, 150 Gramm Zucchini, 100 Gramm geschälte Kartoffeln, eine Zwiebel, auch ungefähr 100 Gramm und 80 Gramm Champignons. Und die werde ich jetzt alle ganz einfach in kleine Würfel schneiden. So, euren Ofen könnt ihr schon mal auf 180 Grad vorheizen. Dann braucht ihr eine flache beschichtete Pfanne, die ihr erstmal so richtig heiß werden lasst. So, wenn die Pfanne richtig schön heiß ist, gebt ihr 2 Esslöffel Olivenöl rein. Und auch sofort all euer Gemüse. Und das wartet ihr jetzt 3 bis 5 Minuten so richtig scharf an, damit es einfach ein bisschen Farbe bekommt. Die Möhren und die Kartoffeln müssen jetzt nicht unbedingt durch sein, denn die ganze Pastete wird ja eh nochmal gebacken. So, wenn euer Gemüse ein bisschen Farbe genommen hat, dann könnt ihr es ein wenig würzen. Ich gebe jetzt nochmal 1 Teelöffel Salz dazu, 1 Teelöffel Oregano und einen halben Teelöffel Paprikapulver. So, dann könnt ihr den Herd ausmachen und die Pfanne vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. So, das Gemüse ist ein bisschen abgekühlt und lasst es wirklich auch abkühlen, bis es ja höchstens noch lauwarm ist. Also auf keinen Fall das heiße Gemüse direkt in die Linsen geben. So, das gebe ich jetzt da rein und rühre es direkt unter, bis es schön gut vermischt ist. So, und schon ist eure Füllung fertig. Die geben wir jetzt in einen Blätterteigmantel. Und wie gesagt, ihr könnt es auch ohne backen. Dafür einfach halt eine Form geben mit Backpapier und da dann vorsichtig abbacken, dass es ganz einfach oben nicht zu trocken wird. Ich habe jetzt hier so eine kleine Pastetenform und je nachdem, was ihr für eine Form benutzt, kann sich auch die Backzeit ein wenig verändern. Wenn ihr zum Beispiel eine breitere Form benutzt, die einfach sehr viel flacher ist. Aber ja, da könnt ihr auch ein kleines bisschen ausprobieren. So, ich habe jetzt hier so einen frischen Blätterteig mir gekauft. Es gibt auch diese TK-Blätterteige, die müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen ausrollen. Den hier lasse ich jetzt ganz einfach so. Ich werde ihn allerdings in 2 Teile teilen, weil sich das ganz einfach einfacher in die Form legen lässt. So, in eure Backform gebt ihr jetzt noch ein bisschen Margarine und reibt diese ganz einfach schön damit aus, damit der Blätterteig da nicht so dran kleben bleibt. Alternativ, wie immer, geht auch zugeschnittenes Backpapier. So, von dem einen Blätterteig werde ich jetzt auch noch ein kleines Stückchen abschneiden. Das brauchen wir gleich noch. Und die anderen beiden Teige geben wir erstmal in die Backform hinein. Drückt sie ganz einfach ein bisschen an den Rand ran. Und legt sie so rein,
dass sie das schön nach außen verschließen. Und dass die Masse da quasi nicht zu der Form hinlaufen kann. Dann gibt ihr jetzt die Masse hinein. Und verteilt sie ein bisschen. Und den Blätterteig klappt ihr jetzt ganz einfach über. Das ist gut verschlossen. So, euer abgeschnittenes Teigstück teilt ihr jetzt nochmal durch zwei und formt daraus zwei kleine Rollen. Also ungefähr so. Am Rand ein bisschen festdrücken, damit das auch hält. Und an zwei Punkten bei eurer Pastete macht ihr jetzt mit einem scharfen Spitzenmesser zwei Kreuze hinein. Ungefähr so, dass die beiden Röllchen da auch schön reinpassen. Und mit einem, zum Beispiel mit einem langen Löffel, gebt ihr die beiden Röllchen so rein, dass sie schön die Löcher abschließen und oben sozusagen die Luft ausströmen lassen können. Denn es kann passieren, dass ihr das Ganze backt und nachher aufschneidet und ihr habt oben ganz viel Luft, weil ihr halt die Pastete sehr dicht verschlossen habt. Und so kann die Luft einfach austreten. Das sind sozusagen zwei kleine Schornsteine. So ungefähr. Übrigens, als Füllung macht es sich super, wenn ihr wenn ihr die Füllung reingebt, nach der Hälfte erstmal Schluss macht und dann ein paar Walnüsse hineinlegt und dann die zweite Hälfte der Füllung raufgibt. Oder das gleiche auch mit Maronen, ist auch eine sehr leckere Variante. Ich habe jetzt hier ein bisschen Pflanzenmilch, in diesem Fall Soja-Reisdrink. Und bepinsel jetzt den ganzen Blätterteig damit. Und jetzt wird das Ganze gebacken und zwar bei 160 Grad für circa eine Stunde. So, das war jetzt genau eine Stunde. Ja, sieht auf jeden Fall super aus. Die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. So, die Pastete sollte jetzt mindestens so weit abgekühlt sein, dass ihr sie mit bloßer Hand anfassen könnt. Und mit einem Messer könnt ihr jetzt einmal den Rand entlang gehen, um sie einfach ein bisschen aus der Form zu lösen. Ja, das sollte eigentlich relativ einfach gehen. Ihr seht, die ist fast von alleine rausgefallen jetzt. So, mit einem Sägemesser schneide ich die jetzt mal ganz vorsichtig an. Ja, und so sieht die jetzt von innen aus. Also wirklich wunderschön bunt mit dem Gemüse. Und wie gesagt, wenn ihr dann halt noch ganze Maronen oder Walnüsse hier in die Mitte legt, habt ihr hier auch noch so eine kleine Schicht zwischendurch. So, und fertig ist eure festliche Pastete. Ja, mal kosten. Die ist wirklich lecker. Also wunderbar weich und auch schön saftig. Also bei Linsensachen, also gebackenen Linsen, ist es auch oft so, dass es dann einfach zu trocken wird. Aber das Gemüse einfach in diesem Fall hält das wirklich wunderbar feucht. Also ihr könnt dazu auch eine Soße reichen, wenn ihr möchtet. Aber ja, im eigentlichen Sinne ist das nicht unbedingt nötig. Ja, natürlich könnt ihr wie immer auch noch ein bisschen variieren. Also einfach anderes Gemüse reingeben, was ihr gerne möchtet. Oder wie gesagt, mit Nüssen könnt ihr auch ein bisschen arbeiten, um das vielleicht einfach noch ein bisschen weihnachtlicher hinzubekommen. Aber ich finde, so ist das schon wirklich ein super, ja, Festtagsbraten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, besinnliche Festtage und
bis zum nächsten veganen Kochen. Tschüss.